So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Inside. Ja, was soll man sagen? Wir sind hier bisher bei einem Punkt. Also ich weiß nicht, ob wir in dieses Scheinwerferlicht geraten sollten. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Typ fürs Rampenlicht. Ich glaube, dann werden wir wahrscheinlich auch abgeschossen. Können wir ein Rad drehen, was auch immer das bringt? Oh, oh. Weiter, weiter. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, so komisches Taser-Kabel. Mit anderen Worten, wir müssen dann auch wieder zurück. Wir kriegen das Ding nicht in einem runtergekurbelt. Oh, wie übel ist denn diese Stelle hier? So, hier ist es vorsichtig sein und... Kurbeln wie ein Meister, das Ding setzt sich wieder in Bewegung. Hat sich nichts verändert, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Und weiter kurbeln. Zurück. Es macht mir schon ein bisschen Angst, dass man dann manchmal diesem Licht entgegenlaufen muss, um rechtzeitig da reinzukommen und... Ah. So, was auch immer man hier macht, man kann hier raus. Och nee, nicht noch so einer. Geht's hier runter? Ich habe da kurz was gesehen. Ah nee. Man landet dann nicht in diesem Treppenhaus, man landet im Dreck. Ja, Entschuldigung, ich stell mal kurz meinen Stuhl wieder ein bisschen höher. So, alles wunderbar. Und runter hier. Okay, hier müssen wir wohl schnell sein und das Ding öffnen. Das war knapp. Aber ich glaube, dieses Spiel ist auf knapp ausgelegt. An vielen Stellen. Puh. So, kommen wir jetzt hier hoch? Nee. Wir müssen hier runter. Hier ist eine Kette, an die wir springen können. Okay, hier können wir nur runter. Puh. Das hier sieht ziemlich verlassen aus. Kanäle, Wracks, was auch immer. Das sieht nach alten Zugwaggons aus. Aber irgendwas ist hier. Und da hinten sind... Sind das Hunde? Irgendwas fressen sie da. Ich möchte nicht wissen, was. Na toll. Ich hoffe nur, die Drecksviecher sind wasserscheu. Jetzt heißt es rennen. Nee, den erwischt man nicht und der geht dann direkt auf Kehle und hat was zu futtern, so wie es aussieht. Okay, da kann ich eigentlich auch nur sagen, vielleicht kann ich den ins Wasser locken und der ertrinkt dann oder so. Der verfolgt mich sogar im Wasser? Aber tauchen könnte ihm schwerfallen. Das ist es. Und rennen. Ugh.
Zum Glück können Hunde nicht klettern. Und weiter. Okay, schnell wieder hier hin. Oh, Dreck. Das war knapp. Okay, hier muss man echt verdammt schnell sein. Ein Teil wegreißen. Und wieder hier weg. Ansonsten... Hier hinten. Ganz schön blöde Viecher. Beeil dich. Langsam wird mir das doch zu knapp. Drehen die auch direkt um, wenn wir... Ja, tun sie. Hier bin ich. Hier ist das Leckerkindchen. So. Jetzt schnell das letzte Teil wegreißen. Und... Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Zur Sicherheit. Wer weiß, wie schnell der da durchkommt. Jetzt müssten wir da durchkommen, hoffe ich. Aber wirklich intelligent sind die Hunde nicht, aber trotzdem, diese Stelle finde ich es cool. So, durch. Gut gemacht, Kleiner. Und weiter. Oh, diese Hunde. Also ich mag ja Hunde eigentlich, aber die... Oh, oh. Wieso hat er nicht die Leiter genommen, der Idiot? Eben habe ich noch gelobt. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade die Stimmung kaputt mache. Runter scheint so eine Art Feuerleiter zu sein. Aber was ist das hier unten? Okay, da drin brennt Licht. Was so? Oh, oh. Okay. Hat uns direkt einer erwischt. Hätte ich aufpassen müssen. Ich warte erstmal, was passiert. Ich gehe jetzt nicht ins Licht. Hoffe mal, dass die beiden dann weggehen. Ja, die gehen rein. Wenn die drin sind, brauchen sie ein bisschen, bis sie draußen sind. Und wir können da vielleicht in diese Kugel rein. Bemerken uns noch nicht mal. Perfekt. Wir können rein und tatsächlich uns jetzt unter Wasser ein bisschen bewegen. Das ist ja mal echt cool. Okay, A ist immer nur bremsen. Und man kann versuchen rauszugehen. Aber das geht halt nicht, wenn man unter Wasser ist, so wie es aussieht. Kann man hier durchbrechen? Vielleicht mit genug Schwung? Nee. Was macht er jetzt da gerade? Wow! Man kann also aufladen. Und sich dann in die Richtung schießen. Okay. Das ist interessant. Jetzt sind wir hier... irgendwo unter Wasser. Also tief unter Wasser, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das ist jetzt mal ungewöhnlich, sonst gibt es immer nur einen Weg. Und jetzt ist hier einfach alles so offen und weit. Irgendwo müssen wir doch mal gegenkommen. Ja, hier ist eine Wand. Was ist weiter unten? Ich schieße mich mal kurz hin. Hui! Kommen wir ein bisschen schneller voran, habe ich das Gefühl. Hier ist auch wieder nur Boden.
So. Was gibt's denn hier? Hier ist wieder eine Wand. Da ist Licht. Hier kann man, glaube ich, durchbrechen. Ja. Okay, mal schauen, was es hier gibt. Okay, da kann man auf jeden Fall durch. Ich schaue mich hier noch kurz um. Hier ist nur wieder eine Wand. Puh. Ich muss mich vielleicht wieder, also ich muss es vielleicht revidieren und sagen, dass manche Wasserlevel vielleicht gar nicht so schlecht sind. Okay, das hat nicht gereicht, um durchzukommen. Bringen wir damit die Wand zum Einstürzen, oder wie ist das? Da unten ist noch ein bisschen was. Ah, ich weiß noch nicht ganz. Hab jetzt nicht langsam mal alles weggemacht, was da dranhängt. Vielleicht hier noch nicht ganz. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht das Ding... Können sogar da oben gegen schießen. Das ist interessant. Aber irgendwas muss es doch bringen. Kann ich hier aussteigen? Tatsache, aber es geht damit nur wieder ins Wasser. Da kann ich auch direkt drin bleiben. Aber diese Bruchstellen, das muss doch irgendwas bringen. Okay, ich habe das Gefühl, dass sich auch die Stangen ein bisschen verbiegen. Kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde. Schieß mich nochmal schräg oben raus. Ja, hat nicht so ganz... Aber ist das eingedellt? Moment. Nee. Und richtig schön aufgeladen. Bringt nichts. Hier muss es doch noch was anderes geben. Irgendwas, womit ich da durchkomme. Es ist verwirrend. Ich kann mich immer nur wieder dagegen schießen und es bringt nichts. Ich glaube, ich habe da jetzt doch noch wieder ein Stückchen abgebrochen. Also einzelne Stücke gehen immer wieder raus. Was auch immer das bringt. Ist das einfach so eine steter Tropfen hüllt den Steinnummer? Nee. Hier vielleicht nochmal. Es ändert sich rein gar nichts. Ah, ich verstehe, ich Idiot, wenn ich aussteigen kann. Ich komme da als Kind durch. Manchmal bin ich aber auch dämlich. Dabei war das eigentlich recht offensichtlich.
Da merkt man nur wieder, ich habe eine ganze Weile keine Rätselspiele mehr gespielt. Wobei das hier, glaube ich, am ehesten einfach nur als Standard-Plattformer durchgeht. So, wo geht's hier lang? Hier kann man hin, ranspringen, was auch immer es hier gibt. Man kann oben durchklettern, so wie es aussieht. Und ich schaue mich erstmal links um. Hier geht es wieder runter, da kommen wir her, da wollen wir nicht hin. Und rechts ist ein großer roter Knopf. Oh. Hätte ich das mal geahnt. Aua, auch das Geräusch. Matsch. Kann ich denn das Ding wieder öffnen? Nein. Wir müssen also den anderen Weg wieder runternehmen. Das heißt, jetzt hier, ich würde sagen, schön mit ein bisschen Anlauf und rennen. Puh. Geschafft. Und wieder hoch. Also die Dinger müssen echt schwer gewesen sein, wenn die einen so einfach zermatschen können. Dieses Spiel. Also es ist so minimalistisch und trotzdem hat man dabei irgendwie die ganze Zeit dieses beengte Gefühl und fühlt sich gehetzt, gejagt. Ja, und vor allem man weiß nicht mal wofür. Kann ich das Ding hier irgendwie... Ne, ich kann es nicht ziehen, ich kann mich nur draufstellen. Ah. Okay, was habe ich denn da gemacht? Ach, das ist ein Lift. Kann ich hier noch irgendwo hin? Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht war das hier jetzt auch ein Secret. Also ein Weg dahin. Allein schon, weil man nach links muss. Ist ja selten. Kann aber auch sein, dass es der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auch nicht nach allen Secrets suchen. Also, das ist jetzt quasi schon eine Weile ein Blind Run. Also, okay, Tarzan. Nein! Aber wir leben noch. Das hat mich jetzt überrascht. Wir leben noch. Merke nächstes Mal mehr schwingen. Ja, wie auch immer man diesen Satz jetzt sonst außerhalb des Kontexts verstehen möchte. Euren Gedanken dürft ihr freien Lauf lassen. Also nochmal. Und jetzt probieren wir es nochmal mit dem Tarzan-Schwung. Ja gut, es ist jetzt keine Liane, aber es ist nah genug dran. Hopp. Und jetzt. Und hopp. Okay, hier ist wieder ein roter Knopf. Jetzt ist die Tür auf. Wir können jetzt mit dem U-Boot durch. Na gut, wir können auch hier wieder nur so durch. Mit dem Ding können wir uns jetzt durchschießen. Boing. Ich frage mich auch immer, wie funktioniert dieses Ding? Mit was wird das angetrieben? Also sind das irgendwelche Düsen, die da Wasser rausschießen? Oder was ist das? Okay, kann ich hier das Ding? Wahrscheinlich nicht. Oh, oder doch. Mensch, was hat das Ding für Wumms?
Okay, hier ist ein Knopf, den kann ich aber nur als Mensch drücken. Schauen wir uns erstmal weiter um. Beziehungsweise, das heißt, als Mensch, ich kann den nur drücken, wenn ich außerhalb stehe. Ach komm, ich probiere es einfach mal aus. Ich steige aus und drücke den Knopf. Ich hoffe, der schafft das von der Luft. Tut er, speziell wenn der Wasserspiegel sinkt. Hey. Was auch immer mir das jetzt genau bringt. Ne, so hoch kommt er nicht. Vielleicht hat man nur eine begrenzte Zeit und muss es umgekehrt machen, also dass es hoch geht. Das Ding hält stand. Da kommen wir nicht so einfach durch. Ist das hier genauso? Jo. Alles sehr stabil. Aber wahrscheinlich komme ich da auch als Junge wieder durch. Ich sag schon wieder als Junge. Ich meine natürlich außerhalb der Kapsel. Der ist ja immer der gleiche. Der ist ja nicht verwandelt. So, und runter. Nicht ertrinken, Kleiner. Einfach hier lang. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. So. Okay, das wird jetzt langsam sehr unheimlich. So, komplett im Schwarzen. Mist, jetzt ertrinken wir. Hier haben wir keine Chance. Wir müssen da das Boot mitbringen oder das U-Boot oder was auch, wie auch immer man das Ding nennen will. Die Kapsel nenne ich es mal. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt Spaß und Let's Play. Das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Inside. Bis dahin. Cheerio.